Gerichtsschreiben, förmliche Zustellung von 2015. Das ist Getränkepulver zur Gewichtsreduzierung. So viel Persönliches habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich traurig. Guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr dies gerade seht. Betonung liegt auf morgen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video auf unserem Kanal. Es ist arschkalt, es ist früh morgens und wir haben Bock. Wir sind hier an einer alten Mühle. Ich bin mal gespannt, was sich hier so finden lässt. Bis gleich. Draußen befinden wir uns am alten Hof. So im Hof, sag ich mal. Immer noch sehr, sehr zusammengebrochenen Schuppen, aber man auch sieht, hier oben hat es gebrannt. Die Scheune ist somit komplett in sich zusammengefallen. Schade, hier waren bestimmt mal die Ställe für die Tiere drin. Hier haben wir noch eine alte Güllepumpe stehen. Die geht hier unten in die Güllegrube rein. Also ist anzunehmen, dass sie auf jeden Fall mal Kühe hatten. Hui, hier direkt im Eingangsbereich deutet sich schon zwar enorm viel Chaos an. Hier geht es direkt in den Keller. Aber es scheint auch noch einiges an Einrichtung vorhanden zu sein. Das könnte interessant werden. Und was sagst du, Maus? Ist es wärmer hier drin? Nein, nicht wirklich. Oh. Hier haben wir noch durcheinander gestellt die Möbel. Sessel und Couch und wow. Uiuiui, das sind ja nicht mal Unterlagen. Hier haben wir einen Brief. Fröhliche Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr. Wollte euch besuchen, aber niemand war daheim. Die Tür war verschlossen. Außer euch und Helga habe ich alle Cousins gesehen. Viele liebe Grüße aus dem sonnigen New Mexico. Okay, und hier haben wir direkt ein Gerichtsschreiben, förmliche Zustellung von 2015. Oh je. Was das wohl wieder zu bedeuten hat, förmliche Zustellung vom Gericht, ging nicht sonderlich gut. Sonst haben wir hier noch einen ziemlich eingeräumten Schrank. Die Gläser sind soweit noch alle drin. Da wo keine mehr sind, kann man sehr gut sehen, wie lange das hier schon verlassen ist. Nicht nur daran, weil die total verdreckte Tapete, hier hinten haben wir noch Fernseher stehen, die Decke ist ziemlich niedrig, hier ist eine Rechnung von einer Hafenmühle für Weizenbollmehl, Weizenkleie und Weizennachmehl. Hier braucht man noch nicht mal den Kühlschrank öffnen. Boah! Da kommt auch ein ordentlicher Gestank raus. Ich glaube, ich mache den mal lieber wieder zu. Boah. Ekelhaft. Ja. Da blieb einem wenigstens die Überraschung erspart. Hier sind wir in der sehr kleinen Küche. Boah, hier ist alles wirklich Kacke. Uralt. Ja, und voller Kacke. Hier waren wohl schon einige Tiere drin. Ganz alte Kochzeile, ganz alten Ofen, Herd. Ich glaube, der Siemens hier hinten in der Ecke, das ist noch der aktuellste hier. Tapeten blättern schon alle ab. Das sind richtig schöne alte Küchentapeten. So wie es die Omas alle früher hatten. Aber wirklich richtig, richtig alt. Wie das hier 2015 wohl ausgesehen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so viel anders war, außer vielleicht das Chaos. Hier haben wir noch eine Todesannonce vom Oktober 94. Wir danken für alle Zeichen des Mitgefühls, die guten Worte, des Trostes, sowie für die Kranz, Blumen und Geldspenden beim Heimgang unseres lieben Vaters und Opas. Besonders danken wir Baba und allen, die zur Stunde des Abschieds kamen und ihm das letzte Geleit galten. Im Namen aller Angehörigen. Oh, sowas Persönliches finde ich echt immer traurig.
Hier hat sich schon Brot im Schrank aufgelöst. Überall liegen Dosen am Boden. Hier im Schrank Fleischbällchentopf und Gürkchen. Ja, fast noch gut aus. Jetzt leider meine Handschuhe vergessen. Jetzt will ich euch das mal umdrehen. Ja, bis jetzt war ja das letzte Datum 2015. Mal schauen. Die Handtücher hängen noch hier. Wie gestern aufgehangen. Ich könnte mir wieder vorstellen, dass das wieder ein Hof ist, wo alles sehr schnell ging. Hier im hinteren Bereich des Hauses fängt der Bereich der Mühle an. Was hier merkwürdig ist, hier sind ganz, ganz viele Konservendosen. Aber warum die alle auf sind, das ist echt fraglich. Die sind alle auf und liegen hier. Wieder hat sich einer nur davon ernährt oder keine Ahnung. Wir haben den kompletten Mühlenbereich, wo das Getreide und alles gemahlen wurde. Ich kenne mich leider jetzt nicht so mit den Maschinchen aus. Aber da ist noch alles hier. Wenn man ein bisschen den Staub abputzen würde, sehen die sogar noch echt gut aus. Hinten haben wir noch ganz große Kessel. Mehrere. Boah, wenn sich damit einer auskennt, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Was hier richtig interessant ins Bild passt, oder nicht ins Bild passt, dieser ganz alte Kinderwagen. Der sieht ja echt mal irre aus. Der ist ja wirklich alt. Schickes Ding, muss ich schon sagen. In der Ecke liegt außer Mäuse und ich schätze mal auch Rattenkot. Das ist ein altes Getreidesieb da hinten. Und da vorne ganz viele Kartons mit diesen Dosen drin. Ich bin mal gleich gespannt, wenn wir in den Raum gehen. Hier haben wir noch eine alte Getreidewaage. Da wurden die Säcke draufgestellt. Die Gewichte und alles sind jetzt weg, dass man das nicht mehr sehen kann. Aber dann konnte man wissen, wie schwer der jeweilige Getreidesack ist. So eine Art Getreidespeicher. Ich glaube, da ist irgendein Tier drin. Vermutlich Ratte. Lieber weitergehen. Ui, Leute, also, wenn mal diese ganzen Kartons mit diesen Dosen an, und jetzt haben wir ja auch frische Dosen hier gefunden, das ist Getränkepulver zur Gewichtsreduzierung. So ein Pulver, was du dir ins Wasser mischen kannst, sozusagen. Da sind auch jeweils immer Löffel drin, zum genauen Abmessen. Ich schätze mal, dass die das hier hergestellt haben, weil das ist ja... So viel, warum sollte jemand so viel horten? Soll das auf jeden Fall ein Anstoß sein für uns? Ich glaube, noch nicht mal wir beide bräuchten so viel von dem Zeug. Sei, die hatten 800 Kilo Mann gelebt. Ich glaube, das haben die tatsächlich selber hier hergestellt auf dem Hof. Das ist ein ganz alter Schulranzen. Scheint von der Firma Trump. Mit A geschrieben, nicht wie der Ex-Präsident da, der komische Vogel. Vielleicht kennt ja einer die Marke noch, mir sagt sie nichts. Ich kenne nur die heute geläufigen, die auch schon zu meiner Schulzeit up-to-date waren. Ich befinde mich jetzt im oberen Stockwerk. Hier haben wir wohl das ehemalige Schlafzimmer. Man sieht es hier, kein wirkliches Reinkommen mehr. Hier liegt alles voll mit Anziehklamotten. Hier ist noch eine Todesanzeige. Von 1988, ist einem Alter von 48 Jahren gestorben. Ey, das ist wirklich traurig. Auf dem Boden, auf Schränken, eigentlich überall noch Familienfotos, Fotos von den Kindern und. Hier wird so viel zurückgelassen, hier wird gar nichts rausgeholt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht keine Erben mehr gab oder so. Also so viel Persönliches habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich traurig. Und diesen Raum kann ich leider nur von hier filmen. Hier ist echt alles reingeschmissen.
einfach nur in den Raum geschmissen. Da hinten liegt sogar noch eine alte Carrera-Bahn auf so einem Holzbrett befestigt, auf so einer Spanplatte. Wie geil. Ich komme wirklich nicht hin, ohne hier irgendwas kaputt zu machen. Das finde ich jetzt zu schade. Ich glaube, hier oben ist jeder Raum so, dass man wirklich nur vom Eingangsbereich aus filmen kann. Ich komme hier noch gerade eben so ein Stückchen weiter. Da das Haus aber auch schon was älter ist, ich nicht weiß, wie das hier unter den Anziehklamotten aussieht, jetzt auch nicht weiter wagen. Aber wie wir hier sehen können, sind auf jeden Fall ziemlich viele Klamotten von einer Frau und auch schön hier am Schrank aufgehangen. Wir sehen, dass zuletzt nur noch eine Dame hier gelebt hat. Aber das lässt sich mittlerweile echt schwer sagen. Da ich mich jetzt auf den Dachboden nicht mehr wirklich hochwage, die Treppe mir nicht mehr so geheuer erscheint, nutze ich aber mal den Keller an. Im Keller gibt es noch richtig viele Einmachgläser. Mit allem Möglichen drin. Pflaumen. Hinten befinden sich noch so, entweder sind das kleine Weinfässer. Liegen auch überall leere Weinflaschen rum oder Schnapsflaschen. Vielleicht haben die hier sogar eigene Spirituosen hergestellt. Wir sind jetzt bei diesen eisigen Temperaturen wieder raus aus dem Gebäude. Was wir jetzt nicht gefunden haben, waren Badezimmer oder Toilette. Also entweder haben wir einen Raum übersehen durch das ganze Chaos. Oder die hatten wahrscheinlich draußen eins gehabt, weil hinten ging noch ein Weg rum, der war jetzt leider nicht mehr begehbar. Eine Plane vorgespannt und so weiter, kann sein, dass sie da mal ihr Bad und Toilette hatten. Aber sonst, glaube ich, konnten wir euch relativ viel zeigen. Wir fanden es auch wirklich sehr interessant. Und ja, bleibt mir mal wieder nichts mehr zu sagen, außer Daumen hoch da lassen, abonnieren, wenn es euch gefällt. Kommentieren auch immer erwünscht und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.